Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Butchern im Projekt mit 200 PS bis zum Sieg. Ja, das leidige Thema Pressen. Ich weiß. Ist nicht so das schönste Thema. Der eine hasst Ballen, der andere mag Ballen total gerne. Was findet ihr denn Ballen? Schreibt das mal kurz in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Welche Ballen, warum Ballen, warum keine Ballen? Das würde mich mal echt interessieren. Es ist ja so, dass wenn das hier zu Ende gepresst ist, wir noch einen Crossplay-Kurs haben für die 6. Und erst wenn wir das erledigt haben, dann können wir auf der 1 weiter dreschen. Große Presse, komischer Wendekreis. Auch nach vorne gucken, auch beim Pressen. Aber es ist ja egal, was man macht, es ist immer grundsätzlich ein Trecker zu wenig, ne? Weil wir haben schon das nächste Problem, dass wir hier vors Feld gejuckt sind. Er hat nämlich überhaupt gar nicht gepresst, sondern er hat wahrscheinlich versucht zu gewickelt, er hat versucht zu drehen. Wir versuchen das einfach nochmal. Ach, da liegt ein Ballen. Ah, guck mal. Drücken wir ihm kurz das und dann machen wir mal kurz den an. Nur um das mal eben hier so ein bisschen vernünftig hinzurücken. Mache ich jetzt auch sofort wieder aus, keine Angst. Ich habe das nur dafür mit im Mod-Ordner, damit wenn irgendwie, auf Deutsch gesagt, richtig Hundescheiße passiert, man sich ein bisschen helfen kann. So, hier ist Mineralfutter und Saatgut. Jeweils was drin, das ist auch schon mal schön. Wasser war ja automatisch, glaube ich, ne? Muss leider den Frontlader wieder ranbauen, weil ich muss den Strohball nach hinten bergen. Der da noch liegt auf der 10. Also hingefetzt. Ich kann ja mal was gucken. Und zwar, ich habe Kompakttraktoren, glaube ich, das Kompakttraktoren war. Ich habe irgendwie so einen hübschen Case irgendwo hinzugefügt. Hier ist er. Da laufen wir bei 145 Pesen. Er hat sogar eine Fronthydraulik. Wie geil ist das denn? Edelstahlrohr. Serienluftfilter, Zyklonluftfilter. Nee. Motorleistung bei 145 PS und Hauptfarbe kannst du sogar noch in Gebraucht restauriert. Finde ich jetzt schon nicht schlecht, ne? Edelstein. Zweitreifen. Das Panzer, wenn der funktioniert, ey. Felgenfarbe geht auch in Schwarz. Finde ich jetzt mal geil. Und bei 54.000, 145 PS mehr. Das sieht komisch aus. Mit der Farbe. Die Farbe von den Felgen müssen eigentlich so sein. Besser aus, ne? Wisst ihr was? Den kaufen wir. Das machen wir jetzt einfach. Den haben wir jetzt gekauft. Wir gucken mal kurz in die Lok, ob das fehlerfrei ist. Ja, sieht gut aus.
Er kann sich dann nämlich die Rundballenpresse schnappen und dann da hinten pressen. Aber wie wir ja wissen, ist das eventuell nicht so gut und verträgt sich nicht so toll mit Cosplay. Den habe ich echt übersehen. Oh, guck mal, da hinten ist noch einer. Ich habe eigentlich gedacht, ich bin fertig mit Strohbergen. Ist ja ekelhaft. Das müssen wir jetzt mal eben kurz ein bisschen klug veranstalten hier. Vielleicht geht das bis zum Hof. Ich hoffe einfach mal. Schmeißen wir dann gleich rein in den Kuhstall. Obwohl, wenn der Case da steht, dann könnte der doch eigentlich den Kalkstreuer mitnehmen. Oh, vorbeigefahren. Wieder nachgedacht. Nachgedacht und vorbeigefahren. Keine gute Mischung. Natürlich kann diese Aktion hier durchgeführt werden. Alten Sabbel. Naja, wir müssen ja pressen. Wir machen das mit dem... Ich glaube, wir lassen den Case pressen. Ach, guck mal, das kannst du auch vergessen. Das geht gar nicht. Das kann er wieder nicht. Müssen wir selber wickeln. Aber wir können uns ja dann immer einen schnappen. Machen wir dann was anderes. So, in der Zeit fährt man dann vor den nächsten. Ich werde auf jeden Fall einen Quaderballen Sammelwagen mieten. Also das, wenn man einmal kurz zur BGA und verkauft die dann da. Oh, hier. Gefällt mir. Fährt wirklich nur 23 oder muss man doch irgendwo jetzt einen Gang hochschalten? Du kannst die Tür aufmachen. Ach, wie schön. Ob das da stand mit den 24 und ich habe es wieder nicht gelesen? Ah, man weiß es nicht. Aber ich werde es in den Kommentaren lesen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Er hat doch nicht nur 23. Irgendwas verpasst oder so? 40 km/h. Der Mod. Sieht hier irgendwas noch von Gewichteträger, Serienauspuff, Serienluftfilter. Mal gucken, ob ich einen Gang hochschalten muss. Irgendwo in den Einstellungen. Warte mal. Tastaturbelegung.
Hupe vermindern, Hupenmotor an, Lenkmodus, Lenkmodus umgekehrt, Fahrtrichtung wechseln. Rundegang, nein. Unterlenker, Rohr, Knick, Deichsel, Einsteigen, Kamera, Fahrzeug, Anhänger ankuppeln, nächstes Gerät Auswahl. Fahrzeugarbeit, nein. Fahrzeugfrontlader, nein. Nein. Platzierbare Projekte, Kamera, nee. Fahrzeuggangschaltung da. Gang hochschalten, Numpad Plus. Ich habe nichts gemacht übrigens, ne? Nichts. Ich war nur in den Einstellungen. Und schon fährt Mausi 40. Aber ich finde den ganz knuffig. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, kommen wir hier zum gewünschten Feld. Ja, kommen wir. Huch. Ich glaube, man muss einfach die Gangart umschalten. Ah, ich bin falsch gefahren, weil ich mich jetzt nur auf die Gangschaltung gekümmert habe. Wir sind also die Schweine. Gut, haben wir dann auch schon mal die Schweine gefunden? Ist ja grundsätzlich nicht schlimm, wenn man ab und zu mal ein bisschen schalten muss, aber... Mögen muss ich es nicht. So, jetzt sind wir hier. Müssen wir noch automatisch ablegen, anschalten. Und dann kannst du am ersten Wegpunkt anfangen, wenn du ihn findest. Oder ich helfe dir. Ich glaube, ich helfe dir. Ich habe schon wieder die dunkle Befürchtung, dass das wieder ein Trecker ist, wo du das vergessen kannst mit selber pressen. Sieht ganz gut aus. Lassen wir so. Dann kannst du dich löschen. Und dann kannst du einen kurzen Kurs generieren. Auf Feld 1 hast du schon richtig erkannt. Jawoll. Und dann machst du Kurs generieren. Luft. So, nun zu den Kühen. Wir holen mal eben kurz, ach, ich habe da Stroh drin, deswegen geht das nicht. Ah. Wo lässt du das denn jetzt? Was? Futtermischwagen. Im Zweifel immer ein Futtermischwagen kippen.
Will mal kurz einen Heuballen holen. Ich will die Kühe mal eben füttern. Beziehungsweise auch zwei könnten gehen. Liter. Und voll geil, dass der eine, die eine Strohballengröße, ich weiß noch nicht, welche das so ist, dass die tatsächlich 11.000 Liter hat. Das habe ich durch Zufall gesehen, das wusste ich gar nicht. Das ist ja immer das Schöne, du lernst nicht aus in diesem Spiel, ne? Das funktioniert nicht. Ach komm, wir nehmen jetzt einen mit. Für mich ist es ja noch die große Frage, ob das überhaupt funktioniert im Kuhstall. Ja, funktioniert. Mal einmal kurz eben raustabben. Also eine Aufnahme raustabben ist natürlich keine gute Sache, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der tatsächlich gerade abgebrochen. Also in dieser Aufnahme wird was fehlen. Kurz was gucken. Oh, wir sind bei 11 Minuten. Ja, es fehlt tatsächlich was. Es gibt einen komischen Cut. Das sage ich jetzt so, wie es ist. Ich werde das jetzt aber nicht einzeln aufdröseln. An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben freuen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann lass ein Abo da, damit du noch mehr erfahren kannst, wie das hier aussieht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Axel. Tschüss, macht es gut, bis dann und ciao.